Ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Gothic 1. Hier ist der Gulliver LP und wir holen uns heute in dieser Folge die Minecrawler Kriegerrüstung ab oder wie die auch immer heißt. Und zwar von Wolf. Zumindest gucken wir erstmal, ob die fertig ist überhaupt. Mal gucken. Nee? Ich habe einige der Minecrawler Panzerplatten eingesammelt. Ja, Moment mal, ich habe doch die Rüstung schon gemacht. Ach da, wie weit bist du mit der Rüstung? Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke, du hast was gut bei mir. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Das glaube ich, lieber Kollege, das glaube ich. Dann gucken wir uns die doch mal an. Das ist die schwere Söldnerrüstung und das ist die Crawler-Plattenrüstung. Die hat 10 Waffenschutz mehr, Schutz vor Fallen um 5 mehr, Feuer hat die um 5 weniger, das ist schlecht. Aber dafür hat die Magie um 5 mehr. Ja, ich würde sagen, wir ziehen die ganz... Oh, naja, wir laufen so rum. Nein, wir ziehen die ganz einfach mal an. Sieht ja schon sehr schnuckelig aus, könnte man sagen. Und die bietet im Allgemeinen mehr Schutz. Na gut, jetzt 5 Schutz weniger vor Feuer. Aber dafür mehr Schutz vor Pfeile, vor Klingen und vor Magie sogar. Und dann behalten wir die doch mal an, würde ich sagen. Und ja, was machen wir denn heute, würde ich mal fragen. Aber gucken wir mal einfach ins Archiv, also in Questlog. Der Schamane, der verbannte Ork-Schamane. Xardas, der Dämonenbeschwörer. Ja, gehen wir mal nach Xardas, würde ich sagen. Der erwartet uns doch bestimmt. Okay. Kurz Waffe wechseln, so. Dann klettern wir mal hier hoch und statten Xardas einen Besuch ab. Okay, Xardas, ich bin wieder da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schaman geholt. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Okay, also wir müssen in den unterirdischen Tempel. Na, das kann ja was werden, würde ich mal sagen. Ja, wir nehmen hier... Ich finde das blöd, dass man hier in diesen Turm nicht runterkommt. Zumindest wüsste ich nicht, wie. Okay... Springen wir einfach mal dahin, wieder wie immer. Wo kommen wir ja auch runter? Ah, nicht zu weit, nicht zu weit. Gott sei Dank. Gott sei Dank springt der nicht zu weit, ey. Das wäre scheiße gewesen. Hoppala. Hier hinten waren doch noch. Moment. Ich geh mal gucken. Auch noch ein paar Monster, oder? Gucken wir mal. Da oben sind noch Feuerwarane, die können wir uns vielleicht holen. Natürlich mit der Armbrust, ne? Was denn sonst? Um Himmels Willen, die Feuerwarane kommen! Solange die da unten bleiben, ist das in Ordnung.
Na los. Mach mal ein bisschen hin, bevor die hier hochkommen. Dann habe ich nämlich Arschkarte. Leute, wisst ihr, wo der andere ist? Ich habe den nirgendwo gesehen. Nicht, dass der hier irgendwo... Ich erwarte... Ah, da unten ist er. Cool. Cool. Tot ist er. Cool, somit habe ich auch noch ein paar XP bekommen. Weil die Feuerwarane, die geben ja recht viel Erfahrungspunkte. Hoppala. Okay, der ist alle. Der hat nichts mehr, der auch nicht mehr. Warum komme ich denn an die anderen nicht dran? Ist ja beschiss. Will die anderen looten. Lass mich die anderen looten. Mann, Mann, Mann. Müssen wir mal von hier oben gucken. Warum kriegen wir die denn von hier unten nicht gelootet? Das verstehe ich nicht. Also müssen wir doch von oben gucken. Ich dachte eben, probier's doch einmal. Wir probieren es von oben. Von oben kriegen wir es auch nicht hin. Scheiße, die sind in der Wand drin. Naja, ist ja jetzt auch dann egal. Wenn wir die nicht kriegen, kriegen wir die halt nicht. Na dann. Können wir hier runter? Ohne dass hier jetzt irgendwelche gefährlichen Monster auf uns lauern. Oh, ich denke mal schon, ne? Gut, dann können wir den nämlich auch looten. Ja, und jetzt sind wir hier unter Xardas Turm sozusagen. Und wir können ja hier weitergehen. Wir können ja hier noch ein bisschen gucken, was hier für Monster sind. Weil wir müssen ja zur Orkstadt. Ich weiß mal noch nicht, ob wir da reingehen, aber wir gehen erstmal da in der Richtung hin. Und dann sehen wir weiter. Da sind Razor. Razor, Razor, Razor. Ne, die wollen wir noch nicht bekämpfen. Hier sind Beißer. Juhu. Ein Beißer. Sagen wir es mal so. Tot. Boah, das war einfach. Das war einfach. Gut, gucken wir mal in die Höhle da rein. Nix. Ja, das ist das Problem an Gothic. Es gibt viele Höhlen, wo nichts drin ist. Also ich finde, es ist einfach nur lieblos gemacht. Aber okay, dafür hat das Spiel andere Stärken und so. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir die schaffen. Ich zieh mal kurz das Schwert lieber. Nur ein paar, nicht alle. Nicht alle. Gut, dass die sich so anpirschen wie Snapper. Dann kann man die nämlich einen nach dem anderen rausziehen. So, wollte ich sagen. Komm her. Okay, der erste ist weg. Ich denke mal, zwei oder drei würde ich auch auf einmal schaffen, aber man muss es ja nicht übertreiben. Komm her, Razor. Razor, Razor, Razor. Ich bin denen viel zu nah. Bin einfach viel zu nah gerade dran. Dann gehen wir mal von hier weiter. Okay, dann hat sich der eine festgebissen hier gerade. Der kommt dann auf mich zu. Na los. Cool. Wisst ihr was? Mir ist das jetzt egal. Attacke! Wie war das eben mit Attacke? Mir ist das egal. Ja, und so schnell knocken und die euch aus. Das habe ich euch doch eben gesagt, ne? Dass man echt auf die aufpassen muss.
Alleine sind die böse, aber im Rudel, boah. Nee, hab ich gesagt, eben alleine sind die böse? Alleine sind die eigentlich recht harmlos, so meine ich das. Und im Rudel sind die böse, so wird ein Schuh draus. Okay. Und dann alles von den Razern plündern und dann geht's weiter. Razer, 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 Razer. Ah, das war einer. Den hatten wir schon geplündert, okay. Gut, dann geht's trotzdem weiter. Oh, hier unten sind ein paar Beißer. Cool. Na los, komm her, Kleiner. Okay. Oh, hier oben müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Hier sind, glaube ich, Feuerwarane, oder? Nee, auch Razer. Alles Razer. Kümmern wir uns später drum, würde ich sagen. Erstmal. Was mache ich denn hier oben eigentlich? Ach ja, hier ist ein Turm. Da gehen wir mal gucken. Ein Türmli. Oh oh, Orks. Dann gehen wir mal lieber schnell den Turm hier hoch. Und gucken, was es da zu holen gibt. Das sind ganz schön viele Orks, ey. Boah. Nix, oder? Sieht so aus. Ja, mal gut. Man hat hier oben einen super Ausblick, aber das bringt nichts, wenn der Turm oder wenn es nichts am Turm gibt. Und wie es aussieht, gibt es hier nichts am Turm. Leider. Oh, hoppala. Egal. Okay. Geht es mal weiter, würde ich sagen, hier. Zwar genau hierhin wollte ich. Orschak grüßen, Freund. Freund haben Ulumulu, sein Gut. Freund nicht vergessen, tragen Ulumulu in Hand, wenn gehen über Brücke. Okay. Wie geht es dir, mein Freund? Wie geht es dir, mein Freund? Orschak sein gesund. Orschak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Orschak gehen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Ja, Orschak, pass auf dich auf. Was aber denn noch, du... was machst du hier so nah am Dorf? Was machst du hier so nah am Dorf? Orschak beobachten Brüder in Heimat. Orschak glauben, Krushak bald aufwachen. Orschak hier warten und kämpfen gegen Krushak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Ja, das stimmt. Du erzähltest mir, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Orschak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund nicht können gehen hinein. Freund müssen benutzen Zauber von Brüdern, die seien Söhne von Geist wie Orschak. Okay, und wo finde ich diesen Zauber? Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüdern, die seien Söhne von Geist wie Orschak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber. Brüder von Orschak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Okay, gibt es noch einen anderen Weg in den Tempel? Freund müssen nehmen Figur von großer Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Okay. Ja, ich würde sagen, aber das machen wir noch nicht, weil das wird echt schwer werden. Ich würde sagen, wir leveln ruhig noch ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, was es hier so gibt. Hier gibt es ein paar Orks. Vielleicht könnte man hier noch ein bisschen leveln. Im nächsten Part natürlich, also nicht mehr in diesem. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.